Weiter geht's mit einer neuen Folge EA Sports 24 mit dem VfL Wolfsburg. Heute um das alles entscheidende Spiel. Kommen wir in die Champions League oder nicht? Es geht heute gegen Bayern, gegen einen direkten Konkurrenten. Es sind jetzt noch quasi 8 Punkte bis auf Bayern, die wir noch den Vorsprung haben. Sollte Bayern gewinnen, könnten es noch 5 sind es dann dementsprechend 5 Punkte bei 6 zu vergebenen. Sprich, ein Unentschieden würde uns reichen und wir sind in der Champions League. Das soll diese Startformation klären. Und wenn euch das gefallen hat in der letzten Folge, lasst gerne kostenloses Abo da. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen und auch wahnsinnig unterstützen. Und würde ich sagen, gehen wir direkt rein ins Spiel. Gucken uns natürlich den Vorbericht an. Musiala, So, Anrade. Ja, sind alles natürlich sehr, sehr gute Spiele. Letztes Spiel aber verloren. Auf geht's. Gut, gehen wir's an. Letzter Spieltag und die Einlaufmusik von Bayern ertönt. Musiala, wir auch. Und dann geht's rein. Rein in den Spieltag. 32. Auf geht's. Moukoko wird übrigens für das halbfinale Rückspiel geschont. Stark, nochmal Appetit. Und das müsste er doch endlich mal machen. Und sein Bann bricht. 1-0 Petit. Bayern sehr weit aufgerückt. Und Petit bricht sein Bann nach 10 Partien, wo er nicht getroffen hat. Es ist sein 4. Tor erst. Natürlich ist es eindeutig zu wenig von Petit. Es ist nicht seine Saison gewesen. Aber vielleicht ja wieder die nächste. Und wir führen in Bayern, beziehungsweise in München. Und wieder Petit. Petit, ah, das war der falsche. Er ist Rechtsfußer. Friedrich, Peters. Demon D, ey. Boah, das wäre frech gewesen. Hatto. Alex Balde. Glück gehabt. Bayern wird besser. Boah, Bayern wird besser. Pino, na, das ist zu. Und die Monti, das ist abseits. Glück gehabt. Nein, abseits, abseits. Also wir sollten jetzt schleunigst aufwachen. So, und jetzt. Oh Mann! Stark. Aber wir führen hier 1-0. Das liegt aber auf sehr, sehr dünnem Eis. Also nach der Führung war Bayern hier deutlich besser. Und da ist Güler. Güler. Mertens wäre in der Mitte. Da ist Mertens. Boah, was? Friedrich. Ah, Bayern kommt jetzt. Oh, Bayern lässt hier Chancen um Chancen liegen. Bartaset stark. Und Moukoko. Tell. Und da ist Tell. Oh, schade. Gut von Moukoko und Tell denn. Ja, okay, das war dann doch deutlich daneben. So stark, Moukoko. Und da ist Güler. Jetzt hat er mal Freiraum. Güler probiert, aber Bonoi ist da. Und da ist Ferreira. Macht er jetzt das 2-0? Nee. Balde.
Und das ist überragend gespielt. Also die Flanke von Alex Balde, traumhaft. Was für ein geiler Kopfball. 2 zu 0. Ist aber wirklich überraschend. Also Bayern war hier deutlich besser. Ja, gegen die Laufrichtung. Da kann. Oh, was ist das für eine Kameraperspektive? Gut, Güler trifft. 2 zu 0, das sollte der Auswärtssieg sein. Und das ist dann auch der Einzug in die Champions League. Demondi, Peters. Oh, stark, Tell. Tell will auch nochmal gegen seine ehemaligen Kollegen treffen. Oder doch Moukoko. Es macht Moukoko. Abseits. Oh nee, schade. Ah, hätte es vielleicht Tell selber machen können, selber probieren. So bleibt es hier. Beim 2 zu 0 wäre auch viel zu hoch gewesen. Also meiner Meinung nach hat sich Bayern hier Minimum Punkt verdient. Also die so viel schlechter waren sie jetzt wirklich nicht. Oh, nochmal ein Fehler da. Aber ist egal, Schiedsrichter pfeift ab. Wir sind damit in der Champions League für nächste Saison. Perfekt. So, kommen wir jetzt zum alles entscheidenden Rückspiel der Champions League im Halbfinale in Rennes. Spielen wir ja gegen Stade Rennes in Frankreich diesmal. Das hier wird die Startformation sein. Eine andere Auswahl hatte ich auch eigentlich gar nicht mehr, weil das waren die Spieler, die fit waren. Würde ich auch sagen, gehen wir jetzt direkt rein. Vorbericht schauen wir uns natürlich an. Ja, Joe Pedro, Bäum und Sally vorne, Henry, Sanders. Ja, und Sieg, unentschieden, Sieg. Also seit 5 Spielen ungeschlagen. Auf geht's. So. Hoffentlich nicht zum letzten Mal die Champions League-Hymne. Und dann gehen wir rein. Wir brauchen auf jeden Fall einen Sieg, um weiterzukommen. Hinspiel ging ja 1 zu 1 aus. Hardy. Na, verliert da den Ball. Vorsichtig. Aber Jung ist halt auch schnell. Jung gegen Sally. Und ja, der erste Angriff und das erste Tor. Guter Kopfball. Ja, Ballverlust fing eigentlich bei Hardy an. Da nahm das Übel seinen Lauf. Ja, und es läuft sehr, sehr ungünstig gerade für uns. Der frühe Rückstand. Nächster Abschluss. Wieder Harde mit so einem Fehler. Also, der Junge ist nicht gut drauf. Lässt sich jetzt hier wieder austanzen. Also, dass hier nicht 2 zu 0 steht, ist ein Wunder. Moukoko wäre in der Mitte. Ah, Flanke ist ein bisschen zu ungenau. Das Kaminski. Ah, erste Chance. Moretti jetzt gegen. Tom Kraus muss helfen. Macht das aber auch nicht gut. 2 zu 0. Also. Ja, Doppelpack von ihm. Da, also defensiv. Nee, stimmt gar nicht. Mag er keinen Doppelpack. Tom Kraus probiert es mit einem Distanzschuss. Gar nicht so schlecht. Cherki macht den Laufweg. Pino, ne, kommt nicht durch. Ja, und somit gehen wir hier mit einem 2 zu 0 in die Halbzeit. Wir brauchen 2 Tore, erstmal überhaupt um die Verlängerung zu kommen. Muss, ja, also die Anfangsphase Götter State Rennes zweimal grandios gespielt. Und damit führen sie auch verdient. Petit läuft durch. Das müsste doch jetzt irgendwie der Anschlusstreffer sein. Petit! Was? Wie hat er den denn noch gehalten? Leider keine Wiederholung. Petit mit dem Eckball.
Ich glaube, Kraus wäre im Abseits gewesen. Und da ist Ferreira. Anschlusstreffer. 2-1. Unser Jugendspieler. Wir sind wieder dran. Schönes Tor von ihm. Vorbereitet von Kraus. Nee, von Diaz. Ja. 2-1. Fehlt noch ein Tor zur Verlängerung. Digga. Hade. Ja, es gibt Gelb. Und State Run. Mit einem Standard mal wieder. Gar nicht so ungefährlich. Das ist ganz schön. Oh, Diaz macht doch jetzt einen guten Job. Oh, stark. Mokoko, oh, was? Oh, das hätte eigentlich ein Tor werden müssen. Und jetzt nochmal Mokoko. Petit startet. Petit, jetzt muss er es machen. Petit. Er macht 2-2. Wir sind in der Verlängerung. Was für ein Finish. Was für ein Finish. Aber wieso ist Date Ren denn so weit noch rausgerückt? Das verstehe ich nicht. 2-2. Damit geht's in die Verlängerung. Und Mokoko. Wir haben aber keinen Bock auf Nachspielzeit. Beziehungsweise auf Verlängerung Mokoko nochmal. Und damit geht's in die Verlängerung. Stark. Petit. Petit! Oh, gute Möglichkeit. Harde. Oh, Vorsicht. Eine Minute Nachspielzeit. Gut, damit nichts passiert quasi in der zweiten Hälfte. Oder in der ersten Hälfte. Geht in die zweite. Oh, vorsichtig. Meier hat den aber. So, eine Minute noch. Dann ist Elfmeterschießen. Eigentlich hat keine Mannschaft mehr irgendwie wieder was nach vorne gebracht. Moretti immer mit dem Versuch. Aber Schiedsrichter müsste jetzt eigentlich abpfeifen. Na, diesen einen Angriff gibt es jetzt hier noch. HD kann gut klären. Und das war's. Es gibt Elfmeterschießen. Jetzt ist es reine Glückssache nur noch. So, State Van wird anfangen. Ich springe nach rechts. Ach, gar nicht gehalten. Schade. Wir schießen nach links oben. 1-1. Ich werde wieder rechts springen. Ah. Wir werden wieder nach links oben schießen. Gut gehalten. Quatsch, gut getroffen. So, State Van, ich werde wieder nach rechts schießen, springen. Ah, Mann, die gehen alle in die linke Ecke. Ich probiere es gleich auch mal links. Ach, wieder gut gehalten. Ich werde jetzt mal nach links springen. Ey, das gibt's nicht. So, Kraus. Macht das auch gut. So, State Van muss das treffen. Ich werde wieder nach rechts springen. In die Mitte. Gut, wir müssen jetzt treffen. Mertens. Der kein gutes Spiel gemacht hat. Trifft aber. Gut, geht in die Verlängerung vom Elfmeterschießen. Ey. So, Ferreira, der getroffen hat. Und jetzt verschießt. Wir sind raus. Das gibt's nicht. Naja, einer musste gewinnen. Wir waren schon beim zweiten Schützen der Verlängerung. Und wir verpassen das Finale. Glückwunsch an State Ren. Haben sich's im Großen und Ganzen aber auch verdient.
So, Leute, das war's mit dieser Folge. Wir sind in den Champions League gekommen, haben aber das Finale nicht mehr erreichen können. Noch 2 Spieltage, dann morgen beenden wir die Saison und guckt euch das schnell an. Ja. Geholt. Wir haben das zwar geschafft, wir haben Bundesliga-Meister werden wir nicht werden, Pokalsieg sind wir glaube ich auch, ah ne, wir sind im Finale, genau. Wir haben ja, also schwach, 60. Müssen wir mal gucken, dass es nicht weiter runter geht. Vielleicht wird uns der Pokalsieg noch irgendwie retten. Aber ich finde die Ziele echt sehr, sehr hoch gesetzt. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.